Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, wir stehen hier in einer Höhle von Höhlenölben bewohnt. Genau. Wir haben mit Doriel Daed, der Anführerin, gesprochen und die hat uns gesagt, dass sie sich Sorgen um die Umbar-Korsaren macht. Nicht nur sie, sondern halt auch Galdor, den wir hier getroffen haben. Und naja, eins der Aufgaben, die wir von ihr bekommen haben, ist natürlich mit einem geschwinden Pferd Richtung Totensümpfe zu reisen. Ich weiß zwar nicht, was wir in den Totensümpfen gerade wollen, weil die waren doch, glaube ich, nicht in der Nähe von Dol Amroth, oder? Die Totensümpfe, genau. So. Jetzt ist mir natürlich klar, also Dol Amroth, das ist hier. Und die Totensümpfe müssen doch eigentlich irgendwo hier sein, ne? Oder? Oder waren die hier? Aber waren die, vielleicht waren die auch doch, West Gondor, Etelon, Belfalas, Zentrum, Lindia, Dorine, Oberlindia, Süditalien, Moriat, Altanurien. Nee, sagt mir jetzt gerade nichts. Naja, irgendwo werden die schon sein. Irgendwann werden wir es auch rausfinden. So, aber erst einmal werden wir hier eine Quest haben. Sprecht mit Artemir in den Totensümpfen. Ich grüße euch. Es tut gut, an diesem unwirtlichen Ort ein freundliches Gesicht zu sehen. Ja. Hochseß von Gondor hat mich mit einem wichtigen Auftrag hergeschickt. Kann ich klauen? Nee. Okay, wir haben Orks in den Totensümpfen zu töten. Tote Orks in Totensümpfen, ja, was will man mehr? Geh mal auf. Keine Reittier am Arsch. Bin mit dem Reittier hergekommen. Da ist was Totes. Hey Ork, komm mal her. Also du bist gleich tot, meine ich. Ne? Sollte dir klar sein. So, Orks im Sumpf. Nochmal eine Totmach-Ork-Sumpf-Quest. Kriegen wir hin. Jungs, kriegen wir hin. Oh, guck mal, da ist mein... Hab ich den nicht letztens erst gesucht? Ich glaube, das hat sich hier vertauscht. Das kann sein. So. Ich glaube, das hier ist auch vertauscht. So, jetzt müsst ihr wieder hinhauen. War ja dadurch, dass wir neu skillen müssen, war da ja ein bisschen was weg. Jetzt ist wieder da. Ich freue mich. Ach so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das neue Skillen war, glaube ich, auch in der letzten Folge. Ja, wir mussten neu skillen. Jeder, der selber spielt, wird es gemerkt haben. Da hat wahrscheinlich sich ein bisschen was geändert, sodass man die Skillpunkte neu vergeben musste. Entsprechend auch die, ja, die Fähigkeiten weg waren, die über die Skillpunkte kommen. Und, naja, ich habe sie wieder geholt. Allerdings, weil ich zu doof war zu sehen, dass mein Ice Age da hinten reingewandert ist, ja, hat das ein bisschen gedauert. Naja, ist so. So, Zeug. So, dann gehen wir mal dahin. Ein toter Schlumpf im toten Sumpf. Den töten wir, stumpf wie stumpf. Hey, nicht beschießen. Wenn hier einer schießt, dann bin ich das. So, was haben wir hier? Ihr findet ein zerknülltes Stück Papier bei dem Ork. Rasch nehmt ihr es, bevor es versinkt. Ja. So. Wir füllen den, wir legen den Sumpf trocken, indem wir ihn mit Leichen auffüllen. Das ist übrigens der Plan von Bolzendil gerade. Mhm. Das ist nur ein Noobrock, ne? Das brauchen wir nicht töten. Aber wir können. Ne? Leichen auffüllen. Vergesst es nicht. So, siehst du? Deswegen kriegen wir ja auch hier eine Quest für. Weil Leichen. Die reichen Leichen, weichen Eichen, die hier gepflanzt werden. Oh, habe ich gerade noch die Puffe gekriegt. So. So. So, noch ein Marschland-Ork. Ey, willst du mal pupsen? Ich mach. So. Okay. Nächster Ork. Nächste Leiche. Was will man mehr? Ja, Noobrock wäre vielleicht noch nicht schlecht. Ja, genau. Wenn wir die Quest schon haben, dann können wir da auch weitermachen, ne? So, so, so. Bevor wir wieder zurückrennen, unnötig. Macht's grill. Quack. So, einmal hier hin. So. Orks sind ausgesumpft.
Das ist schon mal was wert. Das ist eine Grille, die brauchen wir grillig ja nicht. Oh, hier ist es. Nee. Hier gehen wir nicht lang. Aus naheliegenden Gründen nur ein Ork. Ich gucke noch, ob ich noch ein paar Nubrox finde, ne? Da zum Beispiel. Weil. Die sind ja auch verwendbar für Quests. Das war aber keiner. Bezwinge Insekten. Ah, dann gehen die Grillen ja auch. Und die Kriecher? Nö. Vielleicht sind wir auch einfach schon zu weit. Das kann natürlich auch sein. Nö, wir sind nur mittendrin. Ich bin am überlegen, weil ich gehe davon aus, dass wir noch ein paar andere Quests bekommen. Dass wir nochmal herkommen dann. Ah, ich wollte schon wieder aufs Reittier steigen und zurücklaufen, aber nee, geht ja nicht. Na gut. Oh, was ist denn da, unten? Nur werden wir noch sehen. Aber erst einmal laufen wir zurück. So. Knarz, knurz, schnurz. So. Machen wir die hier mal noch schnell weg hier. Ah, hopp. Einfach nur, weil wir was können. Die Grille hauen wir wieder um. Einfach nur, weil wir was können. Auch wenn die Quest hier nicht weiterzählt. Ich weiß nicht warum. Sind ja alles Insekten. In Totensumpf. Im Gebiet bin ich auch. Wer weiß. Wer weiß. Ach, das erinnert mich an Level 5 bis 10 Zeiten, wo wir noch rumgelaufen sind und nicht wussten, wo wir hingehen, um unsere, ach du Schande, Sachen aufzuheben und hast du nicht gesehen. Und kein Reittier hatten. Vor allem das erinnert mich daran. So. Jetzt aber bei dem schönen Wetter ist eigentlich schon mal nötig, was zu essen. Bisschen spät, ich gebe es zu, aber nötig ist es trotzdem. So. Schnurps, Schnurps, Schnurps. Schnurps, Schnurps, Schnurps. So. So. Dann auf nach Hause. Wenn uns irgendwas grillt oder reptilt. Nö, Reptile brauchen wir ja nicht. Jetzt hat er uns gesehen. Das Reptil hat mich gelockt. Das war quasi ein Locktil, das mich in die Richtung gelockt hat, wo er hinguckt. Schlauer Ork, muss man sagen. Der weiß genau, dass ich alles umbringen will, was ich finde. So. Irgendwann muss doch mal, wo, die Richtung, okay. Verdammt komisch hier. Dass ich hier nicht reiten kann. Dass ich von irgendwas, ja... Schrei doch. Schrei deinen letzten Todesschrei, wenn du es denn unbedingt willst. Wer bin ich, dass ich dir da Vorhaltungen mache? So. Also, klappt leider immer noch nicht, ne? Ja, ne. So, hier, die Richtung. Warum nicht die? Da hinten ist doch. Ah, ja, schön. Ja, hi, ich bin's. Ich kann keine Grillen töten. Ihr habt etwas gefunden? Zeigt her. Untersucht den Sumpf, aber seid vorsichtig. Das Gelände ist tückisch. Da lang. Okay. Du meine Güte. Das wird, ja, wird etwas länger dauern hier scheinbar, aber naja, gut. Mal gucken, vielleicht mache ich die Folge ein ganz klein wenig länger, damit wir vieles hier in den Sümpfen abgestrumpft haben, bevor wir durch die Gegend sümpfeln. So, wir sollen Gegenden erkunden. Warum darf man hier nicht laufen? Ich meine, mit dem Pferd bin ich ja offensichtlich auch hergekommen. Oh, ein grausamer Geist. Hallo? Oh, hi. So, neue Aufgabe, Sumpfgeister. Mal gucken, ob die auch buggy ist. Weil die eine kam mir gerade buggy vor. So. Nö, das hat funktioniert. Okay. Muss ich vielleicht nur die richtigen Insekten finden? Zum Beispiel Spinnenviecher? Machen wir erstmal den Geist hier. Bevor der uns auf den Geist geht. Hier, Spinnentier. Das hat gezählt. Okay.
Also hauen wir auch die Spinner weg. Ja. Oder hat das nicht gezählt? Bin mir gar nicht sicher. Es kann natürlich sein, dass einfach nur die andere Quest an war. Und das zufälligerweise, dass die Stückzahl war. Ich habe nämlich nur auf die Zahl geguckt. Ich gehe mal einfach davon aus. Der ist noch da. Ich sehe dich, Junge. Komm raus. Komm raus. Ah, so. Immer diese extra Arbeit. So. Ja, die Richtung wollten wir. Genau. Wir sollten vielleicht auch mal in die Richtung gehen, wo wir hin müssen. Jetzt gibt es hier auch schon Kampfgruppen. Okay. Interessant. Ja. So, unter der Wasseroberfläche scheint das tote Holz mit wässrigen Armen zu locken. Aber nicht die Bolzenil. Die schickt genug andere Geister hin. So. Bin mir aber nicht sicher, sind wir eigentlich schon... ja, das hatten wir. Ist okay. Wir machen trotzdem noch ein bisschen die Quest weiter. Weil wir es können. Ja. So, 9 von 15. Dann hauen wir den noch und machen uns trotzdem auf den Rückweg dann. Weil, wegen... Ja, reicht doch. So, 10 von 15. Denn wir haben hier diesen Teil schon bereits erkundet. Wir könnten zwar jetzt außen rum rennen, aber wir können es auch lassen. So. Ich treffe den irgendwie nicht. Jetzt. Okay. 11 von 15. Na toll, jetzt hat er uns auch. Naja, wie gesagt, wir brauchen sie eh. Auf dem Rückweg wollte ich die restlichen Geister umgeistern. Machen wir es halt so. Ja, komm her. Ist aber auch eine Ecke hier. Da fehlen mir die Strümpfe in den toten Sümpfe. So, gucken wir mal, ob der hier zählt. Hallo? Komm mal her, Nobi. Du wirst nun sterben. Sag's deinen Erben. Der zählt. Naja, immerhin. Dann zählt der hier bestimmt auch. Hier. Okay. Soweit, so gut. Das hat schon mal funktioniert. Ich will trotzdem noch die Geister jetzt. Die zwei müssen wir noch mal ganz kurz ein bisschen zurück. Ne, den brauche ich nicht. Scheiße. Der einfache Anhau-Reflex. Ja. Und irgendwo müssen doch noch ein paar Geister sein, die, Geister, die überlebt haben. Da. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass wir noch weitere treffen werden, aber so was du hast, hast du, ne? Ja. Da ist wieder einer aufgetaucht. Sumpfgeister. Erledigt. Schlunk. Gut gemacht, Bolzeniel. Bin stolz auf dich. Da rennt die Stumpf im Sumpf umher. Denn Geister töten ist nicht schwer. Das schönste Gebiet ist das jetzt hier nicht. Muss ich zugeben. Aber ist halt ein Sumpf. Was erwartest du? So. Ich will mal ganz kurz hier, genau, von hier ein schönes, eintötiges Screenshot. Okay, da wird auch was für die Folge haben, wo die Leute garantiert nicht draufklicken, weil das so langweilig aussieht. Aber ja, gut, okay. Ja, hier geht's nicht lang. Das Schiff kann man ja nicht, oder? Wenn es so dicht steht zumindest. Nee. Hätte ja sein können. Ey! Du stehst zu dicht im Schiff. Du zählst nicht, du cheatest. So, fall jetzt um. Dankeschön.
Nein! Ich gehe noch an Deck. Ich blitz erstmal durch. Muss jetzt nicht jeden Ork töten. Also, ich will schon, aber ich muss jetzt nicht jeden Ork töten, den ich finde. So. Und wir wollen ja auch irgendwann mal vom Fleck kommen. Aus diesem Grunde, ja, Schreidrohr. Ui, der ist aber ganz schön schnell. Der hat mich tatsächlich nochmal hauen können. Und ja, ich weiß, dass ich zwar zu Fuß unterwegs bin, aber trotzdem, das ist schon eine Leistung. Ich meine, wir haben ja immerhin hier, ne, den Speedbuff noch drauf. Soll man denn hier hinten rumkommen? Wahrscheinlich hier durchschwimmen, das wäre gegangen. Oder jetzt doch außenrum. Na gut, jetzt ist außenrum kürzer. Okay. Lalalala. Ich hab was gebracht. Und zwar um. So. Du zählst nicht, ne? Nee. Aber der zählt hoffentlich. Naja, immerhin 6. 6 von noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob der andere jetzt doch gezählt hat. Aber 6 Insekten haben wir. Also das hätten sie auch einfach nur Lobrock schreiben können. Ich verstehe nur nicht, warum die manchmal zählen und manchmal nicht. So, 7. Oh, hier geht's durch. Das ist gut, dann nehmen wir den Weg und hauen den Kriecher noch um. Bleibt bei 7. Kriecher sind's nicht. Richtung. Richtung stimmt. Hallo? Herr Ork, du stehst mir im Weg. Ich töte dich mal wieder, einfach weil ich da bin. Und du dich doch darüber freust, wenn dich jemand umbringt. Verständlicherweise. So. Knurz. Ah. Hier haben die Orks also eine kleine Befestigung. Okay, ihr habt den Zugang zum Lager der Orks für Artemir gefunden. Das ist schön. Wir müssen aber noch zur anderen Seite, glaube ich, durch, ne? Nee, der Zugang reicht. Okay. Dann gehen wir weiter. Oh, ich werde verfolgt. Ja. Ne? Einmal anfassen. Auch wenn es eklig ist, Orks anzufassen. Aber Boltenil ist der Schmerz befreit. So. Okay. So. Die Insekten fehlen natürlich auch noch. Orks nicht. Ork. Oh Mann. Die Level-Designer haben sich wahrscheinlich gedacht, mit den Toten, da können wir die Leute aber so richtig mal ärgern. Ja, so machen wir das. Wir ärgern die Leute. Wir verbieten da direkt in dem Riesengebiet mal einfach das, du weißt schon, Reiten. Hier, ne, Reiten. So ziemlich jedes Reittier. Lass mal einfach weg. Das geht. Das macht Spaß. Echt. Naja. Nichtsdestotrotz, solche langen Passagen müssen auch mal in Spielen sein. Da muss man da durch, also durch, wenn man Totensumpfmensch werden will. Oder so. Ja. Was soll ich hier eigentlich erkunden in der Ecke? Sumpf fühlt euch hier exponiert. Okay. Ich gehe mal wieder, weil exponieren will ich nicht. Ich bin ja schließlich kein Exponat. Und dann müssen wir noch ganz hinten, ganz in die Ecke. Ich freue mich. Vielleicht begegnen uns noch ein paar Viecher zwischendurch, die nicht geisterhaft sind. Aber wir werden sehen. Oh, hoppa. Und da ist er weg. Nee, 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 nee. Okay. Also werden wir die Totenrümpfe vermutlich so auf eine keine andere Art und Weise betreten können. Weil sonst wäre das ja offenes Gebiet. Gehe ich mal von aus. Sehe hier auch keinen anderen Ausgang oder Eingang. Hm? Wenn man hier über die Karte guckt. Ist vielleicht auch besser so, wenn man sich das hier anguckt. Quark. So, die Insekten fehlen halt noch ein paar, ne? Aber wir müssen halt erstmal welche da sein. Das ist auch wieder nur so eine Schlange.
Ist auch nur wieder so ein Ork, der die Schlange als Falle ausgelegt hat. Weiß es doch genau. Oh, Boost of Hope ist heute der heutige Boost für diese Woche. Gute Sache. So, genäherte Erscheinung, okay. Jetzt haben wir noch eine extra Quest. Oh je, du willst mich doch verarschen. Na gut. Schlachtfelderinnerungen errungen. Okay. Hier gibt es wahrscheinlich dann kleine Geschichten noch. Das ist okay. Das werden wir so nach und nach machen. Aber erst einmal. Ja, Reptil ist tot. Ich werde schon wieder angegriffen. Falle hat funktioniert wieder mal. Bestimmt. So, da hinten wollten wir noch hin. Müssten wir noch hin. Und dann gehen wir da noch hin. Insekten? Na, das ist ja schön. Ihr beeilt euch, den Ort hier zu verlassen. Am Arsch. Ich muss hier erstmal ein paar Insekten töten. So. Na, komm her, kleines Viech. So. Na, so. Oh, hier ist noch einer. Jetzt geht's voran, Leute. Jetzt geht's voran. Da. Und hep. Und hep. Und hep. Okay. Und hier. Schling. Damit hätten wir diese Quest schon mal erledigt, können jetzt den anderen Gemüsezeugs noch angehen. Werden wir auch tun, weil jetzt haben wir so lange angefangen, hier das zu machen und dann werden wir auch weitermachen. Und ich werde die Folge mal heute ein bisschen verlängern. Ein bisschen heißt, wir werden sehen, wie lange das dauert. Und ja, dann machen wir das entsprechend. Du weißt schon, was ich meine. Ich das wieder aus. Ja, danke, du brauchst aber nicht so schreien. Aber schön, dass er die Frage beantwortet hat. So. Ich will diese Quest auf jeden Fall noch fertig machen. Das heißt, wir werden ein bisschen laufen. Wen es wirklich nicht interessiert, deswegen packe ich das jetzt in diese Folge noch mit rein einfach. Wen es wirklich nicht interessiert, der möge doch bitte einfach den Knopf drücken, der sagt, oh nö, ich habe keine Lust. Lasst aber vorher ein Daumchen nach oben da, das wäre toll. Aber wen es interessiert, nö, ja, schön, dass ihr dran bleibt. Wir laufen durch den Sumpf. Ganz stumpf. Ich glaube, ich habe schon eine Folge, die heißt Stumpf im Sumpf oder so heißt. Also, das geht heute nicht. Wie wäre es mit Sumpfmarathon? Hm? Ja, das könnte man machen. Totensumpfmarathon. Sagt gleich mehrere Sachen aus. Das ist gut. So, jetzt muss hier irgendwas aufploppen, ja? Trügerisches Echo. Hallo, Echo. Das sind keine Vögel. Das sind Orgpfeile. Oh, Elbereth. Oh, Elbereth. Das ist also der Tod. Ich hätte nie erwartet, wie es für einen Menschen sein muss, denn sie erwartet dieses Schicksal. Oh, Schmerz. Der Schmerz. Oh, ich gehe nun. Oh, süßes Leben. Also, der hat ganz schön gequatscht dafür, dass er gestorben ist, ne? Ich kann mir ziemlich vorstellen, wenn ich von Orgpfeilen getötet werde, würde ich nicht so einen Monolog halten, sondern... Vermutlich wäre mein letztes Wort Autsch. Oder sowas in der Art. Aua. Schreibt mal eure letzten Worte in die Kommentare. Das wäre ja auch mal was. So, wir haben es fast geschafft, Freunde. Mit fast meine ich natürlich, dauert noch eine Weile. Waaah. Wacken hier eigentlich hier. 37 Minuten. Ja, dann ist noch genug Luft. Ah, hier. Hier hinten muss noch was sein. Ja, jetzt halt mal die Klappe. Ich will mir gleich eine Geschichte von dem toten Ork anhören. Die haut er ab. Okay. Man braucht die nur fragen, die Orks sind lieb. Genau so wäre ich auch gestorben. Woher kam dieser Pfeil? Er brennt mal in meiner Seite. Nee, so wäre ich doch nicht gestorben. Ich werde hier liegen und hier wird mein Grab sein. Der Schmerz, der Lärm, der Schlacht. Alles verschwindet. Alles verschwindet. Also. So, ich leg dir einen Ork oben drauf, ne?
So, hier hinten ist noch einer. Und dann gehen wir noch da hoch. Und dann hoffe ich, eigentlich einen Großteil von dem, was hier ist, abgeschlossen zu haben. Vermutlich müssen wir in der nächsten Folge trotzdem nochmal ran. Und zwar bei dem Orklager irgendwas verwurschteln. Nehme ich mal einfach mal an. Aber das ist dann halt so. Schlachtfelderinnerung getroffen. Wollen wir sie angucken? Ja, wir gucken mal hin. Das ist das Horn. Wenn es zum dritten Mal fürchtet, nicht Brüder, Menschen und Elben steht an Seite und aufhalten und losfliegt. Ich werde und so weiter und so fort. Urk. Ja, Urk. Urk ist auch ein ordentliches Wort. Ja. Ja. Ich hätte mal drauf achten sollen, dass ich den Weg außenrum wähle. Habe ich noch irgendwas, was sich Sprinten, Sprintrolle nennt? Hier sowas hier. Hätte ich vielleicht auch schon mal eher. Nee, der Angriff. Das hier. Laufgeschwindigkeit. Ah, minimal. Hätten wir schon eher raufhauen können. Aber wir hätten auch einfach mal dran denken können, dass ich geizig bin und deswegen würde es eh nie passieren. Naja. So. Wir fliegen fliegenderweise in diese Richtung. Ah, Gott sei Dank, hier geht's schneller. Ah, Gott sei Dank, hier geht's nicht mehr ganz so schnell. So, wir können mal eigentlich. So, komm, wir räumen mal auf hier. Es ist voll. Voll toll. Hier. Also das nächste, was ich machen muss, ist irgendwie mal ein bisschen was loswerden. Aber naja, hoffen wir, dass ich nicht irgendwas wegschmeißen muss, um irgendeine Quest anzunehmen oder abzugeben zu können. Hier in den toten Sümpfen. Außerhalb finde ich schon Wege, aber hier. So. Naja. Was soll's. So, Freunde. Ein Geist. Also weißt Geist, dass du mich verfolgst, das ist scheißt. Wisst ihr was? Dann machen wir hier die zwei Geister noch um. So. Die dumm, die dumm. Kabum. Geist rum. Okay. Erledigt. Dann hätten wir diese Schlachtfelderinnerung noch. Die andere haben wir ja verpasst, die erste. Der Lärm des Krieges ist mir nicht mit nicht vergleichbar. Ja, seht, wie sie vor uns zurückweichen. Wir werden bis zum schwarzen Tor. Aua! Wie? Jetzt bin ich tot. Reue, Schande, bittere Reue. Und keine neue. So, okay, da war er auch erledigt. Damit hätten wir. Wieso 5 und 6? Oh. Scheiße. Okay, damit hätten wir doch noch nicht alle erledigt. Wir müssen noch eine. Die machen wir auch heute noch in dieser Folge. Ich hab's gesagt und es wird so getan. Ja. So. Da lang. Denn ihr wisst ja, wenn ich Quests habe, dann nehme ich die auch mit. Koste es, was es willi. Wolle. So. Hier kostet es nämlich sehr viel. Vor allem Nerven. Die Geister lassen wir mal außen vor. Auf Dauer kommen die eh nicht hinterher. Bolzenny hat schon wieder Hunger, sehe ich gerade. Aber ne, ja, jetzt muss er rennen. Heute wird nichts mehr gefuttert. Du hast deine Mahlzeit heute schon weg. Ja. Reue, Schande, bittere Reue. Ich bin ja für Sex, Trucks und Rock'n'Roll. Ja, das klingt auch besser. Passt irgendwie der Chat. So, wir sind hier und können hier nicht weiter. Schöne Scheiße. Schwimmt so ein. Ja, die Geister bescheißen. Ja, ist egal. Jetzt ist er abgehauen, okay. Die Geister bescheißen, die können einfach übers Wasser schweben. Jesus ging nicht über den See. Nein, er schwamm drüber. Willst du ein Muster auf der Butter? Geh mit dem Kamm drüber. Kennt ihr noch von Otto? Das ist der Schwamm drüber Blues. So. So, diese Richtung. Und dann müssen wir eigentlich nur noch runter und dann sind wir auch schon da. Ach schön, ich freue mich ja so. Tra, tri, tra, tro, la, la. Ich bin schon am überlegen, einfach hier nach, wie heißt's?
nach Lontir zurückzureisen. Ja, na, da hatte ich mich wohl gebunden, ja, offensichtlich. Und da, ja, von da nochmal hinzugehen und dann von Lontir aus die Quest abzugeben. Beziehungsweise werde es wahrscheinlich auch genauso machen. Dann kann ich unterwegs aufräumen und das werde ich alles offscreen machen und werde mich halt dann hier davor stellen und sagen, ja, okay, Quest gebe ich aber mit euch ab, weil ich es kann. Wer weiß, ob uns noch was erwartet und ob eine weitere Sumpffolge noch mit ja, hinzukommt. Wir werden sehen. Ah, muss ich hier... Nein, hier matsche ich nur. Ja, jetzt schwimme ich auch. Nein, hier. Oh nein. Kampfgruppe, einsamer Jäger, Solo. Krieg mal hin. Okay. Hey, so zu, komm mal her. Du bist ja echt Solo. Ja, Kampfgruppe erledigt. Okay, immerhin. Den einsamen Jäger Sorzu besiegt. Jöi. Oh, nicht genug Platz. Doppeljöi. Ich nehme mal das Zeug hier raus. Ja, war ja fast zu erwarten. Ich glaube, das reicht auch noch nicht, ja? Das reicht. Okay. Puh. So, das Teil haben wir. Und dann gehen wir noch weiter. Dann haben wir die Kampfgruppe auch noch weg. Also den Kampfgruppe vor allem. Den Kampf Solo, Mann. So, hier sind wir. So. Wir kämpfen seit Monaten. Nun ist die Zeit gekommen. 55 Orks habe ich an diesem Tag getötet. Lasst mich töten oder sterben, denn Krieg ist der Tod. Tod, Tod, Tod. Nicht zu verwechseln mit dem Pilz. Tod. Von Super Mario. Dabei fällt mir ein, ihr habt ja sicher auch schon mitgekriegt. Gibt einen neuen Super Mario Film. Juhu. Achso, nee, nicht juhu. Wir wollten erstmal hier Feierabend machen, aber ja, auch darüber könnt ihr ja mal in den Kommentaren, wenn hier überhaupt noch jemand hier anguckt, bis dahin hingucken und ja, schreibt was dazu. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.